Also ich würde mich über ein detailliertes Tutorial über und die Instruktionen ja, und gerne das Tutorial machen. Mach du drüber. Moin, ich bin Dan von Rewarding Media und heute gibt es ein neues Video. Und zwar, nachdem so viele von euch nachgefragt haben, gibt es heute das ausführliche Tutorial zur Installation von Valet Tudo auf meinem Staubsaugroboter. Hallo? Hallo? Jetzt bin ich im Bild. Nein, fahr nicht weg! Nein! Ja, stopp. Viel Spaß. Aber um nochmal alle abzuholen, was ist eigentlich Valet Tudo? Valet Tudo würde ich jetzt sagen, ist keine eigenständige oder vollständige Firmware für den Staubsaugroboter, sondern eher so eine Art Aufsatz für die Standardfirmware. Valet Tudo blockt eigentlich alle Anfragen in die Cloud. Das finde ich eigentlich ganz gut, aber das heißt eigentlich auch gleichzeitig, dass die ganzen Apps von den Herstellern nicht mehr funktionieren und dadurch halt auch viele Funktionen fehlen. Aber Valet Tudo hat natürlich mitgedacht und bietet ein eigenes Webinterface mit den meisten Funktionen. Somit könnt ihr also aus eurem Heimnetzwerk auf euren Staubsaugroboter zugreifen und ihr habt keinen Kontakt mit dem Internet und vor allem eben nicht mit Kidan-Chinesen Clouds. Somit bleiben eigentlich wirklich alle Daten lokal und sicher bei euch auf dem Staubsaugroboter bzw. bei euch im Heimnetzwerk. Und wie gesagt, hat man eigentlich die meisten Features eben auf dem Webinterface und eben nicht in den eigenen Apps von den Herstellern. Man braucht auch kein Login oder so für den Staubsaugroboter. Man geht einfach in einen Browser, gibt die IP-Adresse ein und schwupps ist man auf dem Staubsaugroboter und kann ihn perfekt bedienen. Auch über Smartphone-Browser funktioniert es einwandfrei. Da kommt sogar noch dazu, dass man ein paar mehr Features hat, zum Beispiel MQTT. Damit kann man den Staubsaugroboter dann in die Heimautomatisierung, zum Beispiel in Home Assistant, super einbinden. Dann kann ich also alles über meine Heimautomatisierung steuern. Es bleibt alles im lokalen Netzwerk. Ich muss einfach nicht in die Cloud, das ist perfekt. Danke, Valet Tudo, dass es dich gibt. Somit schon mal als kleines Ziel für das Video. Wir haben dann Valet Tudo installiert und dadurch einen besseren und sicheren Staubsaugroboter bei uns in der Wohnung. Wird nur der Roborock S50 unterstützt, den ich habe? Nee. Tatsächlich gibt es eine echt große Auswahl an Staubsaugroboter, die unterstützt werden. Dafür schaut ihr am besten mal auf der Seite von Valet Tudo vorbei. Da gibt es einen Reiter mit Supported Devices und auch welche Staubsaugroboter welche Features unterstützen. Dann könnt ihr euch da einen raussuchen, Preis checken, ob das für euch passt und einen Staubsaugroboter bestellen. Das wird auch kontinuierlich aktualisiert. Es werden auch immer mal wieder neue Staubsauger geroutet und dadurch freigegeben für Valet Tudo. Also es ist immer up to date dort. Und mein Roborock S50 ist inzwischen als outdated bewertet. Der ist auch von 2017, glaube ich, und wird auch nur mit einem okay bewertet. Also es ist nicht mehr der beste. Für mich reicht er vollkommen aus. Vor allem, ich habe ihn bekommen für 250 €. Ist in Ordnung. Und ich weiß, dass er funktioniert. So, jetzt gehen wir aber rüber zum anderen Daniel. Der zeigt euch nämlich, wie man den ganzen Spaß auch installiert auf dem Staubsaugroboter. Also viel Spaß. Wir fangen von ganz vorne an. Falls ihr auf Windows arbeitet, wir brauchen irgendwie ein Linux am besten. Ich arbeite eben auch unter Windows und deswegen nutze ich jetzt einfach vor allem Workstation Player. Das Ganze ist dafür da, um eine virtuelle Maschine zu erstellen, wo wir dann Linux installieren können. Ihr könnt es hier vor allem Workstation Player ganz normal runterladen, also einfach auf Download Now klicken und behalten. Dann lädt es schnell herunter. Das können wir dann auch direkt installieren. Das Installieren solltet ihr, glaube ich, selber hinbekommen. Das muss ich jetzt euch nicht zeigen. Dann benötigen wir auch noch Linux. Ich nutze hierfür Ubuntu. Das ist, finde ich, am einfachsten dafür und mag ich ganz gern. Deswegen laden wir es gerade auch noch runter. Die Installation von Ubuntu ist eigentlich auch recht simpel. Da könnt ihr euch einfach durchklicken. Muss ich euch, glaube ich, auch nicht zeigen. In der Zeit, wo Ubuntu jetzt installiert, können wir auch ganz schnell schon das Image herunterladen für unseren Staubsaugroboter. Dafür gehen wir auf bilder.vacuum.me. Das ist eine Seite, wo dir einfach dann das Image erstellt mit ein paar Parametern schon. Dann musst du es nicht selber bilden und das ist um einiges einfacher. Ich denke, wir können dem Ersteller der Webseite auch vertrauen. Der, wo die Seite gemacht hat, ist Dennis Gies und er ist auch einer der, wo die ganze Staubsaugroboter eigentlich routet oder viel damit rumprobiert. Ihr könnt gerne auf seiner Seite vorbeischauen und auch gerne ein paar Talks von ihm angucken. Es sind ein paar sehr gute dabei und sehr empfehlenswert, falls ihr ein bisschen mehr Background dazu haben wollt. Aber zurück zum Dust-Builder, damit wir auch das richtige Image bekommen für unseren richtigen Staubsaugroboter, wählen wir jetzt unseren Staubsaugroboter aus. Ich habe den S5 bzw. S50, dann gehen wir da drauf. Ganz oben Your Voucher, das ist standardmäßig einfach Roborock, das passt soweit auch für uns. Wir geben hier eine E-Mail-Adresse ein. Ihr gebt natürlich eure E-Mail-Adresse ein, wohin ihr auch das bekommen wollt. Ich habe ein paar Probleme gehabt mit web.de E-Mail-Adressen und das wird auch von ihm gesagt, hier irgendwo nicht. Nimmt am besten vielleicht nicht unbedingt eine Web- oder GMX-Adresse, die machen öfters mal Probleme, deswegen vielleicht irgendeine andere. Hier beim SSH-Key
wenn ihr wisst, was es ist, dann wisst ihr, was ihr auswählen müsst und was ihr auch machen müsst. Sonst könnt ihr euch einfach einen generieren lassen. Das ist dann später einfach dafür, dass ihr euch mit SSH verbinden könnt ohne ein Passwort. Da bekommt ihr dann einfach einen SSH-Key zugeschickt und der ist dann eben auch schon im Image enthalten. Hier unten kann man dann noch ein paar Sachen auswählen. Ich finde ganz gut, man kann hier sogar auswählen Pre-Install Valetudo, deswegen macht man das Ganze eigentlich. Und hier können wir auch verschiedene Versionen auswählen. Wenn wir einfach die neueste Version von Valetudo möchten, vom originalen Valetudo, dann wählen wir hier Pre-Install Valetudo Version, aktuell 2022.03.1. Das ist eben aktuell die Version. Wenn ihr nachschaut, dann ist es vielleicht eine andere Version. Das ändert sich monatlich ungefähr. Hier kann man auch noch eine ältere Version installieren. Das sind ein paar andere Features. Das war ein großer Umstieg, deswegen könnt ihr euch das mal anschauen, was euch da lieber ist, aber ich würde euch die neueste Version empfehlen. Alternativ haben wir auch noch Valetudo RE. Das Ganze ist ein Fork von originalen Versionen, die hatte ich erst installiert. Die hat ein paar andere Funktionen, aber ich würde euch erstmal empfehlen, die originale Valetudo-Version zu nehmen. Unter anderem auch deswegen, weil Valetudo RE aktuell keine neuen Versionen mehr bekommt seit einer längeren Zeit. Seit fast über einem Jahr jetzt gibt es keine neue Version und keine Updates, deswegen hängt es da schon ein bisschen hinterher. Hier können wir dann auch noch auswählen, dass schon ein paar Sachen vorinstalliert werden, zum Beispiel Texteditor, Curl, wget, Hardtop, Hexdump. Wenn ihr wisst, was es ist, dann wisst ihr, was es ist, einfach mit installieren. Das sind gute Sachen, womit ihr dann ein paar Sachen machen könnt. Fixed Reset Patch, weiß ich um ehrlich zu sein nicht, was es ist, aber das lassen wir einfach mal drin. Hier können wir dann auch noch auswählen, wie wir das Ganze installieren wollen. Wir wählen das untere, weil wir das eben mit Python MIEO machen. Und hier müssen wir dann noch auswählen, welche Version wir haben. Hiermit ist die Version vom Roboter-Staubsauger gemeint. Da müsst ihr mal gucken, was ihr für einen habt. Das steht, soweit ich noch weiß, auf der Verpackung. Und ich habe eben ein Modell vor 2008. Das sind, oder vor Version 2008, das ist jetzt nicht das Produktionsjahr. Da müsst ihr mal schauen, was ihr für eine Version habt, beziehungsweise was für ein Produktionsdatum. Und dann müssen wir noch sagen, dass ich Mensch bin und schnell einen Capture durchmachen. Wir brauchen ein Boot und ja, wir müssen noch sagen, dass wir das Modell auch besitzen. Und Create Job. Im Hintergrund wird jetzt der Job generiert, dann bekommt ihr nachher eine E-Mail, wo ihr das Ganze herunterladen könnt. Das sollte so 5 bis 10 Minuten dauern, aber wenn es eine halbe Stunde dauert, dauert es halt ein bisschen länger. Wir sind jetzt hier in einem frisch installierten Ubuntu und wir sehen auch, wir brauchen Online-Accounts, das brauchen wir natürlich nicht. Ja, das passt schon. Dann gehen wir ins Terminal. Das ist jetzt auch ein Standard-Terminal und ich bin auch kein Linux-Profi, also entschuldige mich, wenn ich irgendwie Scheiße baue. Aber ganz wichtig erstmal, wenn man neues Linux hat, apt-update. Macht ihr das? Nein, ihr müsst ein Sudo davor setzen, damit ihr auch Admin seid und euer Passwort eingeben. App Update zieht eigentlich auch schon mal die ganzen Updates rein, was es alles zu updaten gibt. Und mit Sudo App Upgrade können dann auch alles schnell installieren und das machen wir auch schnell. Und das ist noch ein englisches Layout. Und jetzt laden wir ganz kurz erst alle Updates runter. So, nach den ganzen Updates können wir eigentlich auch schon weitermachen. Wir erstellen jetzt erstmal einen kleinen Ordner, damit wir einfach unsere Daten gesammelt haben und nicht irgendwo rumliegen haben. Das machen wir mit mkdir und Flasher nennen wir es jetzt einfach mal und wir gehen dann auch mit cd und Flasher können wir da einfach reingehen. Dann sind wir in dem Ordner, der ist jetzt aktuell leer. Ihr könnt mit STRG L könnt ihr einfach euren Bildschirm immer schnell aufräumen, damit wir das einfach besser sehen, aber für mich ist es auch einfach, damit ihr das besser seht und nachvollziehen könnt. Wir müssen jetzt erstmal ein paar Sachen installieren und wir fangen jetzt einfach mal schnell an mit sudo apt install python 3.8 wenn wie, ihr habt unten auch in der Beschreibung die ganzen Befehle, wo ich benutzt habe. Dann könnt ihr das einfach rauskopieren und einfügen. Das Ganze wollen wir installieren, ja. So, ich räume wieder den Bildschirm auf und füge den zweiten Befehl ein. Jetzt brauchen wir noch Python 3 pipe. Dann installieren wir es auch noch schnell. Zu guter Letzt installieren wir jetzt noch Python MIEO. Das Ganze ist so ein bisschen eine Schnittstelle für die ganzen Staubsaugroboter. So, nun haben wir alles installiert und führen mal Python 3 und das Modul wenn wie aus. Das Ganze erstellt dann auch einen kleinen Ordner. Dann haben wir da ein paar Daten drin. Jetzt ist ganz wichtig, dass wir jetzt in dem nächsten Schritt den Staubsaugroboter einmal zurücksetzen. Das mache ich ganz schnell und komme sofort wieder zurück. Going back to the pause. About 5 minutes. Please be patient.
Nachdem wir jetzt unseren Staubsaugerroboter zurückgesetzt haben, fängt er an, sich eigentlich ein kleines WLAN-Netzwerk aufzubauen und mit dem können wir uns jetzt verbinden. Dafür haben wir eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder ihr habt so einen ganz kleinen USB-WLAN-Stick-Adapter, was auch immer. Ich finde meinen gerade leider nicht, deswegen kann ich euch das nicht zeigen. Den könnt ihr aber dann hier oben in der Leiste, könnt ihr euch den dann auswählen und dann könnt ihr euch den mit ins Linux reinmappen, damit ihr euch das dann im Ubuntu oder im Linux habt es dann eben zur Auswahl und habt da drin dann WLAN und könnt euch direkt mit dem Staubsaugerroboter verbinden. Ich mache es ein bisschen anders. Mein PC hat eine WLAN-Netzwerkkarte, die kann ich so aber nicht direkt reinmappen. Also ich habe zumindest nicht rausgefunden, wie. Deswegen muss ich das ein bisschen anders machen. Ich gehe in die Einstellung von der Netzwerkkarte und stelle von NAT auf Bridged um. Es kann sein, dass das bei euch schon so ist. Und konfiguriere eben die Adapter. Hier kann ich auswählen, welche Adapter denn er erkennen soll und mitnehmen soll. Und ich stelle das eben alles auf meine Wireless-Karte ein. Aus den anderen habe ich schon alles abgewählt. Und mit OK bestätige ich das Ganze und nochmal OK. Was er jetzt macht eigentlich, er geht von der VM raus, nutzt die WLAN-Karte und geht darüber ins Internet oder versucht ein Netzwerk aufzubauen. Ich bin aktuell noch nicht verbunden, deswegen mache ich das ganz kurz. So, ich bin jetzt mit dem WLAN verbunden. Das können wir auch schnell überprüfen, ob das auch in der virtuellen Maschine angekommen ist, indem wir einfach IP-Adresse eingeben. Und hier sehen wir, also hier sehen wir zum einen die Netzwerkkarte, die richtige. Das oben ist das Loopback-Interface. Und hier sehen wir eben, dass wir die IP-Adresse bekommen haben, 192.168.8.148. Die brauchen wir auch noch für nachher, also kopiert euch die schon mal weg in ein Textdokument. Dann haben wir die nachher auch schon und eben die 192.168.8. Die 8 ist eben in dem Range, wo der Staubsaugerroboter arbeitet. Er selber hat die .1 hinten raus normalerweise, also wenn wir jetzt einen Ping machen auf 192.168.8.1, dann bekommen wir auch eine Antwort und das ist eben der Staubsaugerroboter. Mit dem nächsten Befehl sprechen wir eigentlich schon direkt mit dem Staubsauger. Das ist so eine Art Abgleich und Discover eben, dass wir eben ein paar Informationen bekommen von ihm. Das sollte eigentlich relativ schnell funktionieren. Also eben, wenn wir connected sind, dann geht es, sonst geht es nicht. Und was wir eben brauchen, ist der Token. Der steht genau hier. Den kopieren wir uns auch schon mal weg. Wichtig ist eigentlich nur, dass in den kleinen Anführungszeichen oder Hochkommas, dann brauchen wir das eben auch nicht mehr. Damit ihr das hier besser nachvollziehen könnt, habe ich hier schnell einen Texteditor aufgemacht. Den folgenden Befehl brauchen wir eigentlich, um das eben einmal zu flashen und wir sehen hier eben einmal den Token, müssen wir ersetzen. Und hier hinten haben wir dann noch die IP-Adresse und ich hatte die 148. Der ganze Befehl macht jetzt eigentlich, also er nutzt das Programm Mirobo, verbindet sich mit der IP-Adresse vom Staubsaugerroboter. Haben wir ja schon überprüft, da haben wir aktuell eine Verbindung. Wir nutzen den Token, den braucht er eben einfach, um zu verifizieren, damit wir auch das machen dürfen. Und wir geben ihm den Befehl mit Update Firmware. Und er soll die Firmware hier suchen. Also er geht dann eben zu uns zurück, zu der IP-Adresse, wo wir gesetzt haben oder wo wir aktuell haben. Und sucht nach dem Image. Der Image-Name passt noch nicht, den müssen wir gerade auch noch mal schnell ersetzen. Ich habe das Image nicht drüber kopiert. Ihr könnt das Image ganz einfach mit Drag and Drop auch in die virtuelle Maschine reinziehen und dann kopieren wir einfach mal schnell den Namen raus und können den hier auch ersetzen. Das ist eben das Image, was ihr vorhin bei Dustbuilder heruntergeladen habt bzw. einen Job beauftragt habt und dann per E-Mail den Link zum Herunterladen bekommen habt. Ich habe es jetzt einfach schon mal heruntergeladen im Hintergrund und hier eingesetzt, damit wir auch das im selben Ordner haben. Also eben auch in den Flash-Ordner reinlegen, damit es da auch direkt gefunden wird. Den ganzen Befehl können wir kopieren und einfügen. Und absenden. Es schaut schon mal ganz in Ordnung aus. Updating firmware. It may take 5 to 10 minutes. Ich glaube, das habt ihr auch gerade gehört. Der Staubsaugerroboter hat jetzt... Update firmware. Switch to previous version. Okay, hat nicht funktioniert. Interessant. So, ihr habt gehört, das Update lief jetzt durch. Als kleiner Tipp, es kann sein, dass es manchmal ein paar Probleme gibt, dass es nicht sofort beim ersten Mal kapiert, beziehungsweise er den Download irgendwie nicht schafft. Und deswegen einfach den Command dann nochmal ausführen. Wenn es dann nach ein paar Mal wirklich nicht funktioniert, dann kann es sein, dass das Image falsch ist und ihr dann einfach ein anderes Image herunterladen müsst. Also speziell dann mit den Versionen im Dustbuilder einfach eine andere Version auswählen. So, und nun heißt es eigentlich abwarten, bis der Staubsaugerroboter fertig ist. Es dauert wirklich so 5 bis 10 Minuten und er meldet sich dann auch, dass Update complete ist. Dann ist es eigentlich schon alles fertig. Ihr könnt euch dann mit dem Staubsaugerroboter eben verbinden. Das Update ist jetzt fertig, hat ungefähr 8 Minuten gedauert. Was es jetzt eigentlich macht, er macht jetzt wieder sein WLAN-Netzwerk auf, mit dem können wir uns wieder verbinden. Wir können jetzt gerade auch nochmal schnell einen Ping ausprobieren. Genau, das WLAN steht jetzt schon wieder.
Und dann machen wir den Firefox schnell auf und können uns schnell verbinden. So, wir verbinden uns jetzt also mit der IP-Adresse vom Staubsaugroboter. Und Valetudo ist da. Und jetzt können wir uns eigentlich mit unserem WLAN verbinden, über das wir dann auch nachher auf Valetudo zugreifen möchten. Es gibt inzwischen auch eine App dafür, um die Einrichtung durchzuführen. Ich fand es jetzt keine so tolle Experience, vor allem weil mein WLAN-Passwort kacke ist. Bei mir hat die Konfiguration sauber funktioniert. Ich habe also die SSID und das WLAN-Kennwort eingegeben und dann die Konfiguration gespeichert. Er hat sich sofort verbunden. Bei mir war der auch schon mal im Netzwerk und ich habe den damals schon eine feste IP-Adresse vergeben. Deswegen habe ich die IP-Adresse jetzt auch schon gewusst. Wenn ihr die nicht wisst, schaut einfach an eurem Router nach oder dem DHCP-Server, der die IP-Adresse vergeben hat. Dann war es das eigentlich schon. Valetudo ist installiert und es funktioniert eigentlich auch. Wir können es auch schnell testen, wenn ich den Staubsauger schnell anschalte. Er startet sauber zu machen. Es wird jetzt sehr laut und stoppen wir. Das war es eigentlich mit der Installation von A bis Z und dann geht's weiter zum anderen Daniel. Viel Spaß. Wir sind jetzt glückliche Besitzer von Valetudo. Also herzlichen Glückwunsch. Ich habe ja schon teilweise erwähnt, es gibt verschiedene Varianten von Valetudo, zum Beispiel auch das Valetudo RE. Das hatte ich davor installiert und es bietet ein paar andere Features. Nach einer kurzen Benutzung jetzt vom normalen Valetudo muss ich sagen, mir fehlen so ein paar Features von Valetudo RE. Deswegen bin ich am Überlegen, wieder zurück zu switchen. Ich würde aber einfach empfehlen, probiert euch mal das Valetudo aus und dann installiert einfach mal noch das Valetudo RE auch noch, einfach um zu sehen, was dir besser gefällt. Du weißt jetzt ja, wie es geht und einfach beim Das Bilder einfach das andere Image auswählen, also das Valetudo RE, und dann hast du einfach auch das Image, spielst es einfach nochmal drauf und es funktioniert wieder einwandfrei. Dafür einfach das ganze Tutorial nochmal von Anfang durchgehen. So, das war's jetzt mit dem Video. Wenn es dir gefallen hat, darfst du es natürlich gerne bewerten, aber auch sehr gerne Feedback in den Kommentaren hinterlassen. Und ja, ciao bis zum nächsten Video. Man sieht sich.